Und warum hast du bis jetzt gewartet? Ja, also ich habe halt ein bisschen, ich war ein bisschen skeptisch. Und da wird es quasi von Ihrem Arbeitgeber gefordert? Mehr oder minder, es bleibt da gar nichts über. Ich möchte Ruhe haben und so weiterleben wie vorher. Wir haben den dritten Stich heute und ja, und ich finde das ideal. Wir sind geimpft und gesichert. Ja, mehr kann man nicht dazu sagen. Viele kritisieren die 2G-Regel, die seit Montag gilt. Was sagen Sie dazu? Nein, ich finde das völlig in Ordnung. Das geht ja um die Volksgesundheit und da darf man nicht zurückstehen. Ne? Also begrüßen Sie, dass sich jetzt viele wahrscheinlich auch den ersten Stich holen nach der Regel? Ja, freilich. Man sieht ja, dass das doch wirkt. Ne? Aber das hätte ja früher passieren können, ne? Das Ganze. Holen Sie sich heute die erste Impfung? Ja. Und warum holen Sie sich die Impfung jetzt? Na, weil jetzt muss man zum Arbeiten zum Beispiel. Wann war das? Von 1. Die 1. November muss man die Impfung lassen. Bei Arbeit geht nichts mehr ohne Impfung. Was arbeiten Sie? Schlosser. Und der Arbeitgeber, Ihr Chef, verlangt, dass Sie sich jetzt auch impfen? Ja. Okay. Und sonst hätten Sie es wahrscheinlich nicht gemacht? Sicher nichts. Weil ich habe keine Symptome, ich habe gar nichts. Wieso soll ich machen? Aber trotzdem, jetzt muss ich machen, weil bei Arbeit brauchst du. Was sagen Sie dazu, dass jetzt die Leute sich zum Beispiel jetzt wegen der bestehenden 2G-Regel aufregen? Viele sagen, jetzt wird man zwangsgeimpft. Was sagen Sie dazu? So zwangsgeimpft kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn ich mich impfen lasse, will, dann lasse ich mich impfen. Und wenn ich mich nicht impfen lasse, dann lasse ich mich nicht impfen. Also wie gesagt, das ist für mich ehrlich was Positives. Anders kann ich es nicht sehen. Ich muss heute deswegen testen, weil ich am Freitag ins Krankenhaus gehe. Und die verlangen seit neuen Corona-Regeln einen PCR-Test noch dazu. Und am 23. habe ich die dritte Impfung. Also ich bin eigentlich eher relativ gut geschützt, ne? Denke ich einmal. Sie holen sich heute den wievielten Stich? Zweiten. Und aus persönlichen Gründen oder weil eben jetzt 2G auch greift? Ja, wegen der Arbeit. Ja, sonst müssen die jeden Tag testen gehen, also alle 2 Tage. Das mag ich nicht. Was arbeiten Sie, wenn ich fragen darf? In der Trafik. Okay. Mhm. Und da wird es quasi von Ihrem Arbeitgeber gefordert? Mehr oder minder, es bleibt da gar nichts über. Hätten Sie es, wenn das jetzt nicht Vorschrift wäre, hätten Sie sich nicht impfen lassen, oder? Richtig. Warum nicht, wenn ich fragen darf? Skeptisch. Skeptisch. Ich hätte noch ein bisschen gewartet vielleicht, eventuell. Ja. Warum haben Sie sich so spät geimpft? Es muss sein. Ich habe es nicht für notwendig gehalten, aber jetzt ist es schon soweit, ja. Also Sie machen es quasi nicht freiwillig heute? Halb, halb. Und wie war's? Irgendwas gespürt? Eigentlich so gut wie nichts. Anscheinend sind die Nadeln sehr, sehr fein. Und man spürt nichts. Wie war denn der Andrang seit Montag jetzt? Seit 2G? Ja, ich bin immer woanders, aber es ist so, also so explodiert, wirklich. Also viel, viel mehr als vorher waren. Viele Erststiche? Das zählt, ja, auch. Erst- und Drittstiche. Holst du dir heute den ersten Stich? Den ersten Stich, ja. Und warum hast du bis jetzt gewartet? Ja, also ich habe halt ein bisschen, ich war ein bisschen skeptisch und ich habe halt nicht müssen. Ich habe mich testen lassen, bevor ich immer irgendwo hingegangen bin. Und mittlerweile muss man sich halt, damit man irgendwie halt im Alltag irgendwas machen kann, muss man sich halt impfen lassen. Ansonsten selber würde ich es ansonsten eventuell nicht machen. Wie war's? Also ich habe es gar nicht gespürt. Okay. Und ja, also jetzt habe ich mal den ersten Stich hinter mir. Dann schauen wir auf den zweiten dann, in 3 Wochen. Und wieso haben Sie sich erst jetzt impfen lassen? Ganz ehrlich zu sagen, der wird jeden Tag schwer und schwer, weißt du, egal wohin, egal was du machst, du kannst nicht zu Hause gehen, gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, Schluss jetzt, ich gehe impfen und fertig. Habe meine Frau geholt, da gekommen. Und heute, wir haben in der Pause mit der Arbeitskollegin geredet, Mama zusammen, Mama. Dann habe ich alles mitgenommen, weil viele sind von Ausland, können kein Deutsch. Habe ich geholfen, das Formular, und jetzt sind alles da hier und ich warte, bis wir alles fertig und dann gehen wir wieder arbeiten, ja. Was sagen Sie dazu, dass so viele bis jetzt gewartet haben?
Also ich kann es nicht verstehen. Ich fand es von vornherein ganz toll, dass man die Impfung gratis bekommen hat und bin davon überzeugt, dass sie einen Schutz bietet. Und ich verstehe eigentlich nicht die Leute, die so lange warten und aus meiner Sicht damit halt auch dazu beitragen, dass das Ganze sich halt so lang dahin zieht. Kommt die 2G-Regel zu spät? Naja, es ist jetzt einfach relativ schnell aufwärts gegangen mit den Zahlen. Ich glaube, das haben die meisten unterschätzt. Insofern kommt es zu spät, aber man kann leicht im Nachhinein sagen, die anderen haben was falsch gemacht.